What you want? So, Freitagabend 18.30 Uhr, Adler TV wieder unterwegs im Namen des FC Union Heilbronn hier am See. Ja, heute bei uns zu Gast Marc Schad. Ja, am letzten Sonntag haben sich ein paar Leute gewundert, auf einmal hat es geheißen, Einwechslung Marc Schad. Wir kannten dich nicht, Marc. Erzähl ein bisschen, wo kommst du her, wer bist du? Ja, hallo, ich bin der Marc Schad, komme aus Weibstadt, es liegt bei Sinsheim, bin 20 Jahre alt, 93er Jahrgang, habe vorher in Sandhausen gespielt. Und in der Landesliga-Mannschaft bin mit denen aufgestiegen in Verbandsliga, war eine klasse Saison, war richtig geiles Drumherum. Ja, und dann bin ich hierher gekommen nach Heilbronn und war schon in der Vorrunde gut mit dabei, aber bin halt, war halt gesperrt vom Verein aus. Das war ziemlich scheiße, aber dann bin ich hierher gekommen und das rundum hat mir einfach richtig gut gefallen. Die Mannschaft ist klasse. Das Trainerteam, also richtig geiles Training und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, ich wundere mich schon, also vom SV Sandhausen, das heißt, du hast zweite Liga SV Sandhausen gespielt, aber natürlich mit der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga, ist das nicht irgendwie ein Reiz? Ja, also auf jeden Fall, wenn da mit Zweitliga, also wo, mit Kollegen, wo in der zweiten Liga spiele, bist du mit denen im Physioraum gesessen oder so und das ist halt auch klasse. Macht halt auch Spaß, die Leute kennenzulernen und man merkt halt auch, wenn man sich dem Niveau an, also man passt sich eigentlich dem Niveau an dort und es war, ja, war richtig geil, auch so. Man hat sich halt gefühlt wie ein kleiner Profi, obwohl man halt nur Landesliga, Verbandsliga gespielt hat, aber es war halt schon geil auf jeden Fall. Alles klar, jetzt hast du am Sonntag der erste Einsatz für der FC Union Heilbronn gehabt. Weißt du, wann bist du reinkommen? So um die ja, so 70 80. So später sogar. Letzte 10 Minuten. Ja, bist aber tatsächlich, also ist jedem aufgefallen, hast du nochmal das gemacht, was ein Auswärtsspieler macht, nämlich nochmal richtig Power in das Spiel reingebracht, dann nochmal zwei gute Möglichkeiten gehabt. Wie fandest du dich selbst schon im Tag? Ja, also ich sag jetzt mal die letzten 10 Minuten, da kannst du beim Stand von 3-0 kannst eigentlich nicht mehr viel machen. Höchstens kannst du nochmal glänzen mit dem Tor, hätte ja auch fast geklappt mit zwei guten Chancen. Ja, aber ich versuche halt auf jeden Fall, mich ins Team einzuarbeiten, versuche Gas zu geben im Training. War jetzt letzte zwei Wochen krank, weil ich halt Grippe gehabt habe, aber ja, ich gebe auf jeden Fall Gas, will mit der Union aufsteigen und das ist halt so meine Zielsetzung. Und dann in der neuen Saison dann einen Stammplatz hier zu haben, auf jeden Fall. Alles klar, ja, jetzt haben wir am Sonntag haben wir den TSV Harthausen vor uns. Ich denke mal, kannst du überhaupt irgendwas zu denen sagen? Kennst du die irgendwie, oder? Nee, ich kenne sie jetzt nicht, aber ich habe irgendwie steht ziemlich unter drin. Aber es ist halt auf jeden Fall ziemlich schwer, gegen so Mannschaften zu spielen, weil sowieso die Mannschaften, die bei uns in der Liga sind, wo unten drin stehen, wollen alles gegen uns geben, wollen auf jeden Fall Punkte holen. Und da müssen wir halt auch gucken, dass wir defensiv gut stehen und vorne halt die Kiste machen. Nee, alles klar, da sagst du eigentlich schon richtig. Und wahrscheinlich habt ihr es im Training auch durchgesprochen. Also Harthausen wird wahrscheinlich sehr, sehr tief stehen. Wir spielen auf einem Platz, der ist so groß, wie wenn wir zwei Bierbänke aneinander stellen. Das heißt, also unsere ganze Technik und so geht ein bisschen verloren. Wird schon mal ganz lustig. Nee, da würde ich sagen, freuen wir uns auf den Sonntag. War schön, dass du da bist. Ich hoffe mal, wir sehen noch einiges von dir. Was ist deine Zielsetzung für dich so persönlich für die Saison, also für die Rückrunde jetzt? Ja, jetzt für die Rückrunde auf jeden Fall mal noch ein paar Kisten machen. Wenn ich eingewechselt werde als Joker halt, jetzt gegen Harthausen will ich, wenn ich eingewechselt werde, vielleicht vom Trainer, dass ich da mal gleich mal ein Zeichen setze und eine Kiste mache. Aber meine Zielsetzung ist auf jeden Fall aufsteigen mit der Mannschaft, mich noch etwas mehr in die Mannschaft integrieren, als ich jetzt eigentlich schon bin. Aber ja, das sind mal so meine Voraussetzungen für die Rückrunde jetzt. Alles klar, bedanke mich recht herzlich bei dir. Ja, und wir sehen uns am Sonntagmittag. Ich hoffe mal, dass so viele von euch wie möglich von euch mitgehen. 15 Uhr geht's los beim TSV Harthausen. Wo das genau ist, könnt ihr, glaube ich, auf der Facebook-Seite von der Union lesen, falls ihr das braucht. Und ansonsten, ja, sehen wir uns Montag wieder mit der Berichterstattung. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.